So, hier stehen Songs, die Akzente. Halsband. Ich kann mir ein anderes Halsband besorgen. Wollmütze, jetzt würde ich... Ach, das ist ja kitschig. Eine Mütze oder eine Schleife zu geben. Ein gefährlich schickes Halsband aus Krokodilleder-Imitat. Okay, das sieht episch aus. Habt ihr auch so ein schlichtes braunes Lederhalsband? Das finde ich... Oh, nee, lass mal... am passendsten mal anprobieren. Oh, nice, das steht doch dem Johnny. Naja, stimmt, ein bisschen too much schon, aber ja, ist halt meine Marke, ist halt mein. So, das ist halt auch was Edleres als dieses rote Stoffteil. Kaufen wir. Haben wir jetzt. Beschwerde in die Kommentare. Laden verlassen. Bis zum nächsten Mal. Na. Jetzt bist du ein ganz wilder. Hast neues Arm, Halsband und schon fühlst dich groß. Johnny, hörst du nicht mehr auf deinen Namen? Johnny, hierher. Johnny. Na, kaum hast du neues Halsband, fühlst dich schon ganz groß und willst nicht mehr auf mich hören, oder was? So. Da tollte ein bisschen durchs Zimmer. Also Wettbewerbe machen wir am nächsten Part. Aber heute können wir noch mal kurz in Tierbedarf reinschnuppern. So zum Angebot gibt's. Willkommen bei Bark, dem Laden für Haustierbedarf. Hier findest du alles, was deine Haustiere brauchen. Wie kann ich helfen? Was haben sie? Spezialmilch. Oha. Trockenfutter. Katzentrockenfutter. Kekse. Hundekekse. Katzengras. Hundebürste. Rot. Hundebürste. Katzenbürste. Genau, Katzenbürste. Katzkamm. Shampoo. Leine. Tennisball. Spielknochen. Oh, ein Spielknochen. Den müssen wir uns unbedingt an. Ein Quietschball. Der ist auch gut. Frottee-Würfel, ein Bumerang kann man hier, ein Diskus. Viele interessante Sachen. Seifenblasen, oha. Schallplatte. Na, hier ist sehr viel Aufregendes zu kriegen. Ein Quietscheball, den muss ich haben. Den hier. Ein Quietscheball bitte. Danke für deinen Einkauf. Und den Hundeknochen, den muss ich auch noch haben. Habe ich was zum Spielen hier. Den Rest holen wir uns dann eines Tages dann später. Danke für deinen Besuch bei Bark. Tschüss. Reach. Da hat er Spaß mit. Johnny. Bring her. Was willst du nicht hergeben? Ja, Johnny, du kriegst was anderes, kriegst einen Knochen. Johnny. Meins. So. Hier hast du einen Knochen. Johnny. Nimm.
Oh, da hat erstmal was zu kauen. Na. Na. Kleiner Fratz. Los, nimm. Was? Kein Interesse mehr? Komm, mach Biss. Setz Biss ein. Und Johnny setzt Biss ein. Mehr was zugeholt, waren wir ein bisschen ausgehen, waren wir ein bisschen shoppen, haben wir was Mobiliar gekauft, haben wir Johnny neues Spielzeug und einen neuen Halsband gekauft. Weiß jetzt nicht, wie viele Parts ich das jetzt aufgeteilt habe, aber ich werde es jetzt an dieser Stelle unterbrechen. Ich sag noch, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. So, Johnny hängt dort jetzt im Eck fest. Johnny, komm mal her, komm mal. Johnny. Kommt da ohne Knochen. So, verabschiede mal die Leute. Johnny, verabschiede mal. Sag tschüss. Sag tschüss. Na komm, kannst du noch nicht. Tricks beibringen müssen wir ihm auch demnächst noch. So, dann. Gebt diesem Hund ein Däumchen nach oben. Sollte er euch gefallen. Also, sieht doch ganz hübsch aus. Lasst ein Abo da, wenn ihr... Was schnupperst du da? Lasst ein Abo da, wenn ihr neue Abenteuer von Johnny... Da bist du, ja genau. Abo da lassen, heißt das. Ja genau. Lasst ein Abo da. Ja. Wenn ihr seine Abenteuer nicht verpassen wollt, dann... Ihr habt euch wohl und haut drinne. Johnny, hast du noch was zu sagen? Johnny, willst du noch ein abschiedendes Wort sagen? Nein, nicht? Na gut, dann beende ich diesen Part hier an dieser Stelle. Haut drinne.